Ich freue mich also, Sie alle sehr herzlich zu begrüßen, liebe Zuschauende, liebe Zuhörende, liebe Kolleginnen, liebe Studierende, liebe Wissenschaftsinteressierte von nah und fern. Ich heiße Sie also herzlich willkommen zu unserer dritten TUD-Lecture in dem aktuellen Schwerpunktthema Corona. Die heutige Lecture trägt den Titel Globale Ungleichheit in Pandemiezeiten. Darin werden wir uns mit den weltweiten Benachteiligungen beim Zugang zu Gesundheitssystemen beschäftigen, was auch den Zugang zu lebensnotwendigen Medikamenten und auch Impfstoffen mit beinhaltet. Die Chancen und Grenzen internationaler Zusammenarbeit bei der Beseitigung dieser Ungleichheiten, insbesondere auch mit Blick auf den Fachkräftemangel im Gesundheitsbereich und der damit verbundenen Arbeitsmigration, stehen im Fokus dessen, was wir gleich hören werden. Ich freue mich also sehr, heute die heutige Referentin unseres Abends zu begrüßen, meine Kollegin Frau Professorin Dr. Anna Holzscheiter, die seit 2019 an der TU Dresden tätig ist und dort die Professur für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt internationale Politik an der Philosophischen Fakultät innehat. In ihrer Forschung und Lehre interessiert sich Frau Holzscheiter für die Entstehung, die Wirkung und den Wandel internationaler Organisationen. Sie beleuchtet dabei auch die vielfältigen Beziehungen zwischen gesellschaftlichen und staatlichen oder zwischenstaatlichen Akteuren, Akteurinnen in der internationalen Politik. Anna Holzscheiter hat ihre Promotion 2006 an der Freien Universität Berlin abgeschlossen. Da haben wir sozusagen eine gemeinsame wissenschaftliche Heimat, wie ich festgestellt habe. Und bevor sie den Ruf an die TU Dresden angenommen hat, war sie unter anderem als Juniorprofessorin für internationale Beziehungen und als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Arbeitsstelle Transnationale Beziehungen, Außen- und Sicherheitspolitik der FU Berlin tätig. Sie war zudem in der Vergangenheit als John F. Kennedy Memorial Fellow an der Harvard University und als Research Fellow in London tätig. Frau Professorin Holzscheiter wird regelmäßig aufgrund ihrer langjährigen Forschung zur globalen Gesundheitspolitik von bekannten Medien angefragt. Sie schreibt Kommentare zur internationalen Gesundheitspolitik und zur Rolle der WHO in den aktuellen Zeiten. Parallel zu ihrer Professur leitet sie die Forschungsgruppe Governance for Global Health am Wissenschaftszentrum Berlin. Und sie ist außerdem an internationalen Forschungsprojekten beteiligt. Und jetzt habe ich bestimmt ganz viel vergessen, aber ich will sie ja auch nur kurz, aber dennoch angemessen vorstellen. Ich freue mich sehr, Ihnen außerdem unser Moderatorinnen-Team vorzustellen, nämlich Lisa Sohm und Leonie Imberger. Beide engagieren sich, das sehen Sie auch in der Unterschrift zu dem Foto oder zu dem Bild, im Medinetz Dresden. Hier werde ich jetzt nicht ausholen, weil die beiden haben selbst eine Vorstellung vorbereitet, was das also ist, das Medienetz Dresden. Das werden Ihnen die beiden gleich noch selbst berichten. Auch Ihnen möchte ich ganz herzlich meinen Dank aussprechen für Ihre Beteiligung. Jetzt für alle noch ein paar Hinweise, allgemeine Hinweise. Als Ressort Universitätskultur sind wir daran interessiert, dass alle einen möglichst einfachen Zugang zu unseren Veranstaltungen haben, weswegen Sie heute die Möglichkeit haben, auch einen Schriftdolmetschdienst in Anspruch zu nehmen. Wenn Sie das in Anspruch nehmen möchten, dann haben Sie ganz unten in der Leiste, da wo auch Chat steht, Teilnehmende und so weiter, dieses CC-Zeichen für Live Transcript. Da können Sie auf diesen Button draufdrücken und also in der unteren Leiste eben Ihres Bildschirms. Und zuständig für die Schriftendolmetschung ist Norbert Roloff. Und auch Sie möchte ich sehr herzlich begrüßen, Herr Roloff, und möchte Ihnen sehr herzlich danken. Ich darf Sie als Zuschauende und Zuhörende außerdem darauf hinweisen, dass Sie natürlich im Anschluss an den Input-Vortrag von Anna Holzscheiter Fragen stellen können. Und das können Sie eben tun über den Chat. Ihre Fragen werden dann von Frau Sohm und Frau Imberger gebündelt und eben nach dem Input-Vortrag von Frau Holzscheiter beantwortet. Und jetzt würde ich Ihnen, Lisa Sohm und Leonie Imberger, gerne das Wort übergeben für das Medinetz Dresden. Vielen Dank. Hallo auch von uns. Wir sind Leonie. Und ich bin die Lisa. Genau, vom Medinetz Dresden. Das sind ja jetzt keine News. Und um ein bisschen zu erklären, was das Medinetz ist und was wir so machen, haben wir heute ein Video mitgebracht. Okay.
Wir sind Anna und Anna vom Medinetz Dresden. Das ist ein Verein, bei dem ungefähr zurzeit so 10 Studierende und einige Berufstätige mitmachen, der sich um die medizinische Versorgung kümmert von Menschen, die keinen Zugang zu unserem Gesundheitssystem haben. Das sind als besonderer Schwerpunkt sogenannte Papierlose, Menschen in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität. Aber wir kümmern uns auch um Deutsche ohne Krankenversicherung, um EU-AusländerInnen und Asylsuchende, deren Leistung hier nicht übernommen wird. Genau, wir behandeln ungefähr 60 Patientinnen pro Jahr, aber unser eigentliches Ziel ist gar nicht, diese Versorgung zu übernehmen. Genau, also unser eigentliches Ziel ist, uns selbst abzuschaffen. Gesundheit ist ein Menschenrecht und wir setzen uns dafür ein, dass dieses Menschenrecht auch von der Regierung übernommen wird. Das heißt, dass alle Menschen einen Zugang zu medizinischer Versorgung haben und wir eigentlich nicht mehr benötigt werden. Aber das ist wahrscheinlich noch ein langer Weg und so lange versuchen wir, einen Teil davon zu bewegen. Hallo, ich bin Rainer und bin Mitglied beim Medinetz. Beim Medinetz engagieren sich über 80 Ärzte im Bereich Dresden. Ich selbst arbeite als Arzt im Krankenhaus, meist in der Notaufnahme und auf der Intensivstation. Ich finde es bedeutsam, dass wir im Krankenhaus fast unbegrenzte finanzielle Mittel haben, um die Menschen gesundheitlich zu versorgen, während Menschen ohne Krankenversicherung in Deutschland Schwierigkeiten haben könnten, ein einfaches Antibiotikum zu bekommen. Ein Hauptaugenmerk unserer Arbeit liegt auf dem direkten Patientinnenkontakt, den wir entweder über ein Handy herstellen, was permanent zu erreichen ist, oder über eine Sprechstunde im Ausländerrat, woraufhin wir dann die Leute weitervermitteln an Ärztinnen und Ärzte, die mit uns kooperieren und die dann kostenlos behandeln. Wir können sie auch weiterleiten in eine Rechts- und Sozialberatung und außerdem können wir Dolmetscher organisieren oder eine Begleitung, wenn das vonnöten ist. Weiterhin sehr wichtig für uns ist die politische Arbeit. Wir geben zum Beispiel Bildungsveranstaltungen in Form von Workshops, auch auf Fachtagungen und vernetzen uns mit Mediennetzen, die es in ganz Deutschland in vielen verschiedenen Städten gibt. Gehen auch zusammen auf Demos und geben Pressemitteilungen raus. Genau. Neben dieser ganzen Arbeit ist ein weiterer wichtiger Schwerpunkt die Finanzierung. Wir sind nämlich komplett von Spenden finanziert. Das heißt, ein großer Teil der Arbeit ist auch die Spendenakquise. Dann machen wir Öffentlichkeitsarbeit, um einfach über unsere Arbeit zu informieren, indem wir zum Beispiel Flyer verteilen, Infoveranstaltungen geben. Genau, um all das zu koordinieren, treffen wir uns alle 2 Wochen bei jemandem zu Hause zum Plenum. Wir haben immer was Nettes zu essen da und wir sprechen dann alles. Wir haben zusätzlich noch eine Supervision, wo wir über besonders schwere Fälle oder Gruppendynamiken sprechen. Genau, und eine Spaßbeauftragte, genau, stimmt. Dass wir zusammen auch mal ein paar lustige Aktionen als Gruppe machen. Wir brauchen immer neue Leute, die Lust haben, bei uns mitzumachen und die Lust haben, unsere Arbeit kennenzulernen. Also egal, ob ihr einen medizinischen Hintergrund habt oder nicht, kommt einfach mal vorbei. So, genau. Ja, es gibt gar nicht mehr so viel für mich zu sagen, weil eigentlich schon alles erklärt wurde, was wir so machen. Also wir als Verein thematisieren halt viel die Missstände, die es gibt in der Gesundheitsversorgung in Deutschland und die soziale Ungleichheit, die das bedingt. Und was wir ganz klar sehen, ist, dass sich das in der Pandemiesituation weiter verstärkt hat. Wir als Medinetz Dresden hatten bisher keinen Covid-Fall, glücklicherweise, nur Verdachtsfälle. Aber wenn man sich jetzt unsere Hauptpatientinnengruppe anschaut, die Papierlosen, dann ist es ganz klar, dass es für diese Menschen sehr schwierig ist, sich auf eine meldepflichtige Krankheit testen zu lassen oder impfen zu lassen, weil immer die Gefahr besteht, dass Daten an die Ausländerbehörde weitergereicht werden, dass die Ausreisepflichtigkeit aufgedeckt wird. In Zeiten von verstärkter Polizeipräsenz ist es schwierig, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten. Und es wird eben vermieden, zum Arzt zu gehen. Ein anderes Beispiel wären Menschen, die in prekären Wohnungssituationen leben, zum Beispiel wohnungslos sind. Für die ist es natürlich praktisch unmöglich, sich an Hygiene- oder Abstandsregeln zu halten. Aber heute wollen wir eher von der allgemeinen, globaleren Seite auf die Ungleichheit gucken. Und dafür übergeben wir das Wort an Professor Dr. Anna Holzscheiter.
Dankeschön auch für diesen sehr, wie soll ich sagen, beschwingenden, also das Thema ist ernst, aber Ihr Video war ja auch sehr peppig und jetzt hoffe ich mal, dass meine Lecture, die ich jetzt hier halten werde, da, die fällt dann natürlich ein bisschen ab in dem Pep, die ist vielleicht ein bisschen ernster. Ich würde jetzt versuchen, meinen Bildschirm nochmal so zu teilen wie vorher und hoffe, dass das genauso klappt wie vorher. Jetzt müssen Sie mir sagen, ob Sie meine Referentenansicht sehen oder die, Folie. Wir sehen nur die Folie im Moment. Das ist toll, das ist sehr gut. Prima. Ja, also vielen herzlichen Dank, dass Sie mir hier die Gelegenheit geben, im Rahmen dieser dritten TU Dresden Lecture aus politikwissenschaftlicher Perspektive auf die Corona-Pandemie zu blicken und etliche der Themen, die da gerade schon so angeschnitten wurden in diesem Film, die kommen jetzt auch in diesem Mittelteil von dieser Lecture heute vor. Es sind 15 Jahre, die ich mich jetzt befasse mit globaler Gesundheit als Politikwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt internationale Politik. Und ich würde sagen, das ist eigentlich in Gesundheit ein besonders lebhaftes Feld der internationalen Zusammenarbeit ist. Frau Böhm hat ja gerade in ihrer sehr netten Einführung schon darauf hingewiesen, dass ich mal auch in London als Research Fellow war. Das war 2007. Da ging ich in meiner Postdoc-Phase von Berlin nach London, um eben an der London School of Hygiene and Tropical Medicine, das ist eine ziemlich bekannte Institution in Europa, meine Expertise zu globaler Gesundheit auszubauen. Und als ich das angekündigt hatte, da rollten meine damaligen MentorInnen eher verständnislos mit den Augen, denn die waren sich total sicher, dass ich da aufs falsche Pferd setzte. Also wen interessiert schon ein Gedöns wie Gesundheit? Ja, so war das, was ich da so rausließ, deshalb ja auch diese erste Folie. Das waren auch oft Kolleginnen, die harte Themen, wie man so gern sagt, wie Sicherheits-, Finanz- oder Handelspolitik erforschten und dann dachten, naja, so Gesundheitspolitik, das ist so ein typisches Frauenthema, so was Soziales halt. Ja, jetzt sind wir hier bei dieser dritten TU Dresden Lecture rund um die Pandemie. Und ich denke, globale Gesundheit ist kein Orchideenthema mehr, nicht mal in der Politikwissenschaft. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Sie inzwischen schon genug haben von diesem Dauerbeschuss mit diesem alles überschattenden Gesundheitsthema. Und trotzdem sind Sie im Publikum von dieser Lecture, das rechne ich Ihnen hoch an. Ja, und egal, ob Sie überdurstig sind oder unvermindert neugierig, gehe ich davon aus, dass Sie nolens volens im vergangenen Jahr wahrscheinlich Ihre Kenntnisse zur globalen Gesundheitspolitik vertiefen konnten. Wir haben ja nun auch zahllose mediale Berichte gelesen über die Pandemielage in Nachbarländern und auf anderen Kontinenten und auch sehr viel über die Macht, Ohnmacht und möglicherweise auch das Versagen der Weltgesundheitsorganisation. Und in jüngster Zeit natürlich auch sehr viel über den Impfnationalismus oder den Wettlauf um die Impfstoffe. Für die heutige TU Dresden Lecture habe ich gemeinsam mit den OrganisatorInnen ein Thema gewählt, das aus einer eher normativen Perspektive zur aktuellen Pandemie, aber auch zu vergangenen Pandemien spricht, globale Ungleichheit. Die Lecture habe ich in vier Teile zerschnitten. Ich möchte zuerst mal mit einer Diagnose zur Ungleichheit beginnen, um dann darüber zu sprechen, welche globalen Probleme eigentlich die internationale Gesundheitspolitik prägen. In einem dritten Schritt möchte ich dann einen Einblick geben hinsichtlich der Antworten, die internationale Organisationen auf Ungleichheit finden und dann abschließend in Punkt 4 diskutieren, welche Kernanliegen denn die politikwissenschaftliche Forschung zu Ungleichheit in der globalen Gesundheit, einschließlich natürlich Gesundheit zu Zeiten globaler Gesundheitskrisen verfolgt. Ich nehme an, dass Sie sich alle in den vergangenen circa 16 Monaten an unterschiedlichen Stellen Gedanken über Ungleichheit in Pandemiezeit gemacht haben. Sei es, weil Sie vielleicht selbst eine Ungleichbehandlung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erfahren haben oder weil Ihnen bewusst geworden ist, wie sehr gerade bei Infektionskrankheit die eigene Gesundheit verwoben ist mit der Gesundheit von Menschen in anderen Ländern, ja, manch auch solchen, die Tausende von Kilometern weit weg leben. Die Schnelligkeit, mit der Varianten des Virus, die in Südafrika, Brasilien, Indien offensichtlich einen Ursprung haben, Europa erreicht haben, hat uns immer wieder klargemacht, dass in einer hyperglobalisierten Welt die eigene Gesundheit auch dann auf dem Spiel stehen kann, wenn anderswo Menschen sehr ungleichen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben oder auch anderweitig in sehr prekären Verhältnissen leben. Vielleicht haben Sie aber auch über Ungleichheit nachgedacht, weil Sie Momente erlebt haben, in denen Ihnen Ihre privilegierte Position im eigenen Land genauso wie global bewusst geworden ist.
Die erste Frage, die es zu klären gilt, ist die, ob denn tatsächlich die globale Gesundheit, Ungleichheit mit Blick auf Gesundheit zugenommen hat. Weil auf der einen Seite stehen da ja bemerkenswerte Erfolge der internationalen Kooperation in Gesundheitsfragen, zum Beispiel bei der Reduktion der weltweiten Müttersterblichkeit, der Infektion mit Poliomyelitis oder auch Kinderlähmung. Und hier beispielsweise sehen Sie sehr klar die Entwicklung zwischen den 1960ern und heute mit Blick auf die Sterblichkeit von Kindern, die unter 5 Jahre alt sind, wo man natürlich sehr deutlich sieht, welche Fortschritte erzielt werden. Eine weitere große Fortschritte beispielsweise in der Polio-Ausrottung oder Bekämpfung von Polio, das ist hier eine brandaktuelle Übersicht der Poliofälle vom 29. Juni 2021, aus der eben ersichtlich wird, das sehen Sie da in der Mitte, wo auch die roten Punkte sind, dass lediglich Pakistan und Afghanistan eigentlich noch als endemische Länder eingestuft werden und auch da nur so circa 25 Fälle der sogenannten wilden Polio-Virus-Variante erkannt wurden. In allen anderen Ländern, die mit den grünen Punkten übersät sind, wurden immer mal wieder so sporadische Poliofälle registriert, die aufgrund tatsächlich der Impfung aufgetreten sind. Und der Rest der Welt ist als poliofrei eingestuft. Und das ist natürlich insofern, dann wird es bemerkenswert, wenn man das im historischen Vergleich sieht. Da auf der linken Seite sehen Sie eine Weltkarte aus dem Jahr 1988, also irrsinnig viele Fälle von Kinderlähmung, die ja auch sehr schwere körperliche Behinderungen verursachen können, bis hin zum Tod. Und in diesem Jahr 1988, das war das Jahr, in dem die globale Initiative zur Ausrottung von Polio ins Leben gerufen wurde. Und das ist eine Initiative, die bis heute fortbesteht und eben fast am Ziel angekommen ist. Weltweit ist auch die Zahl der Menschen, die Zugang zu einer kostenfreien öffentlichen Gesundheitsversorgung haben, gestiegen. Das sieht man hier in dieser Grafik der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 2019. Also zwischen 2000 und 2017, ist ja auch ein relativ kleiner Zeitraum, ist es doch angestiegen. Also wenn man noch mehr Jahre dazugenommen hätte, wäre die Kurve wahrscheinlich wesentlich steiler. Das sind jetzt die absoluten Zahlen. Mit denen können wir messen, dass die Menschheit insgesamt eine bessere Gesundheitsversorgung genießt, dass Kinder länger leben können und auch Erwachsene länger leben dürfen. Jetzt ist Ungleichheit aber ein relativer Begriff. Das heißt, auch wenn die absoluten Zahlen ohne Zweifel beeindruckend sind, dann sollte uns ja auch immer interessieren, wie stark denn die Unterschiede im Zugang zu Gesundheitsleistungen und Systemen zwischen reichen und armen Ländern, aber auch zwischen Eliten und armen Bevölkerungsschichten in einzelnen Ländern sind. Und da haben vergangene Pandemien und auch die aktuelle Pandemie immer wieder wie ein Brennglas deutlich gemacht, wie groß diese Kluft ist und wie sie immer größer wird, nicht nur innerhalb von Ländern, sondern auch global. HIV/AIDS ist bis heute ein katastrophales Gesundheitsproblem, aber halt nicht mehr bei uns. Es ist mittlerweile ein Problem, das sich mittlerweile vorrangig auf der Südhalbkugel und insbesondere in Subsahara-Afrika konzentriert. Und es ist dort noch heute aufgrund schwacher Gesundheitssysteme, hoher Medikamentenpreise für viele Menschen ein Todesurteil. Hier sehen Sie auch nochmal ganz schön dargestellt über noch einen viel längeren Zeitraum, wie sich eben seit der Entdeckung des HIV-Virus letztendlich diese Schere zwischen dem Rest der Welt und Afrika immer weiter geöffnet hat. Also das Problem sich immer mehr vom globalen Norden in den globalen Süden verlagert hat. Auch die Unterschiede in der Gesundheitsversorgung zwischen den reichsten Ländern der Welt und den ärmsten sind weiterhin groß. Hier sehen Sie zum Beispiel eine Darstellung aus einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation von 2019. Da wird verglichen, wie viel Prozent der Bevölkerung in reichen und armen Ländern eigentlich einen Versicherungsschutz für essentielle Gesundheitsversorgung besitzen. Da sehen Sie dann, dass es in Ländern mit hohem Einkommen immerhin zwischen 59% und 72% sind und in Ländern mit niedrigem Einkommen nur 12% bis 27%. Was bedeutet das? Bedeutet, dass in Ländern mit sehr niedrigem Einkommen die allermeisten Menschen ihre Gesundheitsversorgung aus der eigenen Tasche bezahlen müssen. Das nennt man dann auf Englisch, dass sie eben Out-of-Pocket-Ausgaben haben für ihre Gesundheitsversorgung. Eines der Kriterien, an denen in den nachhaltigen Entwicklungszielen, die Ihnen vielleicht auch etwas sagt, die Sustainable Development Goals, die Verbesserung der Gesundheitsversorgung gemessen wird, ist eben auch zum Beispiel der Anteil der privaten Ausgaben für Gesundheitsversorgung am gesamten Nettohaushaltseinkommen. Da wird in diesen nachhaltigen Entwicklungszielen mit 2 Schwellenwerten gearbeitet, also 10% ist der rote Balken und 25% dieser grünliche.
Und diese Schwellenwerte geben an, ab wann solche Ausgaben eigentlich als katastrophale Ausgaben eingestuft werden. Also Ausgaben, die die Existenz gefährden können. Und was wir hier sehen, ist, dass eben auch dieser Anteil an diesen katastrophalen Gesundheitsangaben in einem auch relativ kleinen Zeitraum doch deutlich gestiegen sind. Also Gesundheitsausgaben, die letztendlich ein riesiges Loch in die Haushaltskasse reißen. Wir können also feststellen, dass es im Bereich der globalen Gesundheit absolut gesehen immense Fortschritte gegeben hat, dass aber die relative Ungleichheit global deutlich zugenommen hat. Bevor ich jetzt auf die Ursachen und Effekte dieser Ungleichheit zu sprechen komme, möchte ich zunächst mal klären, welche Kernprobleme die globale Gesundheitspolitik eigentlich prägen und auch welche Antworten Staaten, wenn sie dann zusammen kooperieren, auf Ungleichheit als globales Problem finden. Also anders gesagt, was treibt denn eigentlich die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Gesundheit an? Warum kooperieren Staaten in diesem Feld? Da werden immer wieder zwei Mantras als so handlungsleitend für die globale Gesundheitspolitik hervorgehoben. Das sind auch Mantras, die haben Sie wahrscheinlich, wenn Sie aufmerksam in die Zeitung gelesen haben oder Fernsehberichte verfolgt haben, immer wieder gehört. Zum Beispiel das Mantra von den Viren, die keine Grenzen kennen. Hier ein Tweet von Heiko Maas vom März 2020, wo er sagt, Viren kennen keine Grenzen und keine Nationalitäten. An Covid-19 sind weder Chinesinnen, Italienerinnen oder Geflüchtete schuld. Ja, und das zweite Mantra, was Sie sicherlich auch häufiger gehört haben, ist dieses Mantra von keiner von uns ist sicher, bis nicht alle sicher sind. Beispielsweise aufgegriffen von Dr. Tedros, dem Generaldirektor der WHO, und Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, in einem gemeinsamen Kommentar im Telegraph. Und beide dieser Mantras, wir kennen keine Grenzen, keiner ist sicher, bis wir alle sicher sind, sind natürlich auch immer eng verknüpft mit Infektionskrankheiten. Also Krankheiten, die schon weit vor dem Beginn der Hyperglobalisierung, die wir heute kennen, vor Staatsgrenzen keinen Halt gemacht haben und immer wieder auch Motor, Katalysator internationaler Kooperation im Gesundheitsbereich gewesen sind. Wie andere Politikbereiche auch ist der Bereich der Gesundheit gekennzeichnet von einer Vielzahl globaler Interdependenzen, also wechselseitiger Abhängigkeiten zwischen Ländern, Ökonomien und Gesellschaften. Und das können wir natürlich am Beispiel der Impfstoffproduktion und Verteilung besonders gut nachvollziehen. Da sind bestimmte Güter, die im besten Fall für Milliarden von Menschen bereitgestellt werden sollten, aber dann nur in begrenzter Zahl verfügbar. Und zugleich ist deutlich, dass das politische Ziel, die Pandemie beherrschbar zu machen oder gar zu beenden, nur erreicht werden kann, wenn möglichst schnell möglichst viele Menschen auf der Welt an Diagnostik, Impfstoffe, Medikamente zur Behandlung von Covid-19 gelangen würden. Das heißt, wir haben es hier mit so einem typischen Problem des kollektiven Handelns zu tun. Das heißt, dass aufgrund des knappen Guts reiche Länder der Welt eigennützig möglichst viel Impfstoff an sich reißen, während der Rest der Welt fast leer ausgeht. Und das mag natürlich individuell mit Blick auf die eigene Bevölkerung rational sein, dieses Verhalten, und kollektiv suboptimal bis fatal. Hier in dieser Darstellung aus dem Jahr 2020, wo eben auch nochmal abgebildet ist, nicht die tatsächliche Verfügbarkeit der Impfstoffe, sondern die Bestellung der Impfdosen pro Person, kann man nochmal sehr gut dieses Ungleichgewicht sehen. Und das heißt auch, dass natürlich bestehende Ungleichheiten im Zugang zu Impfstoffen oder mit Blick auf das Know-how bei der Impfstoffproduktion, das sich im globalen Norden staut, auch zu einer asymmetrischen Interdependenz führen. Das sieht man hier sehr schön, bei denen viele Länder der Welt von einigen wenigen abhängig sind und am Ende durch diese Schieflage neue Gesundheitsgefahren entstehen. Ein weiteres prominentes Beispiel hatte ja auch Frau Böhm in ihrer Einleitung schon angekündigt und auch ein Feld der globalen Kooperation, was ich äußerst relevant und sehr wichtig finde, auch wenn man über globale Interdependenzen nachdenkt, ist die Migration von Gesundheitsfachkräften. Da haben wir es auch wieder mit einem knappen Gut zu tun, denn ausgebildete Gesundheitsfachkräfte sind in den rudimentären Gesundheitssystemen vieler Länder, vor allem im globalen Süden, kaum vorhanden, weil sie möglichst schnell in den globalen Norden abwandern, wo hochtechnologisierte und entwickelte Gesundheitssysteme gleichermaßen unter Fachkräftemangel leiden. Und auch diese asymmetrische Interdependenz kann verheerende Auswirkungen auf globaler Ebene haben. Wir haben das bei der Ebola-Epidemie 2014-15 gesehen.
wo letztendlich ein Erreger regional auf quasi inexistente Gesundheitssysteme getroffen ist und gleichzeitig klar war, dass das Gesundheitspersonal, das es da vielleicht gegeben hätte, anderswo bereits tätig waren. Also in Westafrika kommen weiterhin auf 100.000 Einwohner 2,4 ausgebildete Ärzte und es ist gleichzeitig eine Region, die eine besonders hohe Abwanderung von Gesundheitspersonal erlebt. Aus diesen globalen Interdependenzen, die eben sehr oft asymmetrisch sind und zu Ungleichheit und Ungleichverteilung führen, entspringen drei große Ziele globaler Gesundheitspolitik. Angesichts der eben skizzierten Probleme dieses kollektiven Handelns ist globale Gesundheitspolitik ganz grundsätzlich dadurch motiviert, diese Asymmetrien, diese asymmetrischen Interdependenzen zu verringern. Und das machen sehr viele internationale Organisationen, allen voran natürlich die WHO, aber auch die UNICEF, das Weltbevölkerungsprogramm, die OECD, also die Organisation für Wirtschaft und Zusammenarbeit in Europa, die G7 oder G20 oder die Europäische Union. Alle diese Organisationen haben den Zweck, Kooperation beispielsweise bei der Vermeidung von Infektionskrankheiten und in der Pandemiekontrolle zu ermöglichen. Und was dabei immer eine sehr große Rolle spielt, ist natürlich die Generierung und Bereitstellung von Wissen und Informationen rund um den Gesundheitszustand von Bevölkerung weltweit. Genauso wie dann eher das praktische Operative, nämlich der Aufbau und die Stärkung von Gesundheitssystemen und Forschungsinfrastruktur, um eben auch wieder diese Abhängigkeit ärmerer Länder und Regionen vom globalen Norden zu verringern. Was jetzt interessant ist an der globalen Gesundheitspolitik, ist, dass sie im Vergleich zu anderen Politikfeldern, vor allem wenn wir in die Sicherheits-, Wirtschafts- oder Umweltpolitik blicken, sehr schwach reguliert ist durch internationale Verträge. Vielleicht haben Sie im Zuge der Corona-Pandemie schon einmal von diesen internationalen Gesundheitsvorschriften gehört, International Health Regulations, die vorschreiben, was Regierungen im Falle besorgniserregender Krankheitsausbrüche mit epidemischem Potenzial tun sollten. Vielleicht kennen Sie auch den WHO-Rahmenvertrag zur Tabakkontrolle. Diese beiden Verträge sind in der Tat die einzigen verbindlichen Verträge, die überhaupt durch die WHO überwacht werden. Das heißt, alle anderen Regeln und Standards, zum Beispiel Empfehlungen zur Medikamentensicherheit oder zum Stillen, die sind immer sehr unverbindlich und soft, weshalb die Weltgesundheitsorganisation sehr häufig auch als Tiger ohne Zähne beschrieben wird. Dann gibt es wiederum internationale Vereinbarungen aus anderen Politikfeldern, vor allem aus der Handelspolitik, die irrsinnigen Einfluss auf biomedizinische Forschung und Innovation im Gesundheitsbereich und damit natürlich auch auf den Zugang zu lebensnotwendigen Medikamenten haben. Allen voran dieses Abkommen mit dem unmöglichen Namen, nämlich über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums, TRIPS, das auch jetzt gerade medial immer große Aufmerksamkeit erfahren hat, weil es seit Monaten im Zentrum dieser Kontroversen um den Patentschutz auf Impfstoffe und Covid-19-Therapien steht. Diese vergleichsweise schwachen Antworten auf dringliche globale Gesundheitsprobleme lassen sich wiederum gut am Beispiel der Migration von Gesundheitsfachkräften verdeutlichen. Denn es gibt zwar so ein paar auch wieder weiche Standards für die Rekrutierung von Gesundheitspersonal, aber die verharren eben immer auf der Ebene von Appellen und Absichtserklärungen. Es ist tatsächlich ein Bereich, in dem es schon sehr lange in der Weltgesundheitsorganisation großes Interesse daran gibt, das verbindlicher zu regeln, insbesondere die sogenannte ethische Rekrutierung von Gesundheitspersonal. Also sprich die Frage, wie wir sicherstellen bei der Anwerbung von Gesundheitspersonal, dass wir nicht andere Gesundheitssysteme personell völlig ausbluten und dadurch auch destabilisieren. Und was bis jetzt rausgekommen ist, das sehen Sie hier eben auf der rechten Seite, ist ein freiwilliger Verhaltenskodex der WHO, ein sehr sozusagen schwaches Instrument in der Hoffnung, dass die WHO-Mitgliedstaaten ihn dann als Blaupause für verbindliche Gesetze sehen. Das zweite große Ziel, das die Institutionen und Akteure der globalen Gesundheitspolitik verfolgen, ist das Ziel, Gesundheit zu einem globalen öffentlichen Gut zu machen. Konkret heißt das, dass möglichst alle Menschen auf der Welt einen angemessenen Gesundheitszustand genießen sollen und dementsprechend Barrieren für die gesundheitliche Versorgung abgebaut werden sollen. Solche öffentlichen Güter werden definiert dadurch, dass sie nicht exklusiv und nicht rivalisierend sind. Das heißt, eigentlich darf keiner von ihrem Gebrauch ausgeschlossen werden und sie können gleichzeitig von mehreren, vielen oder allen Konsumenten gebraucht werden. Paradebeispiel für so ein öffentliches Gut ist saubere Luft, aber sehr häufig eben auch der Schutz vor Infektionskrankheiten.
der ja nicht nur das Individuum, sondern auch das Kollektiv schützt und deshalb immer wieder gern als Beispiel auch für ein solches globales öffentliches Gut genannt wird. Da gibt es nun in der globalen Gesundheitspolitik eine riesige Zahl internationaler Programme und Partnerschaften, die den Zugang zu Gesundheitssystemen, Gesundheitsversorgung verbessern wollen, einschließlich des Zugangs zu lebensnotwendigen Medikamenten, wie zum Beispiel Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Seit den späten 1980er Jahren, das hatte ich ja vorhin auf der Folie gezeigt, hat die internationale Kampagne zur Ausrottung von Polio-Impfstoffe zum Schutz gegen die Kinderlähmung in die ganze Welt getragen und auch in den entlegensten Regionen der Welt beeindruckende Impfkampagnen durchgeführt. Mit dem Effekt, wie wir es vorhin gesehen haben, dass die Kinderlähmung inzwischen aus fast allen Regionen und Ländern der Welt verschwunden ist. Auch der globale Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Malaria und Tuberkulose oder die globale Impfallianz Gavi haben entschieden dazu beigetragen, Infektionskrankheiten, die vor allem ärmere Regionen und Menschen betreffen, einzudämmen und beispielsweise Therapien gegen Malaria oder Tuberkulose großflächig zugänglich zu machen. Mit diesen ganzen Programmen und Initiativen einhergeht immer das breitere Ziel, Gesundheit von einem Luxusgut und einer Mangelware zu einem öffentlichen Gut zu machen. Auch darüber, dass man eben versucht, robustere Gesundheitssysteme zu bauen und Fachpersonal auszubilden. Schließlich das dritte Ziel, das hat sich nämlich über Zeit auch die Verwirklichung des Rechts auf Gesundheit als Ziel der globalen Gesundheitspolitik etabliert. Das wurde ja auch, kam ja auch gerade nochmal in dem schönen Film von Medinetz zur Sprache. Wenn auch der Diskurs über soziale und ökonomische Rechte und da in diesem Diskurs ist das Recht auf Gesundheit eingebettet, weiterhin sehr umstritten ist. Da gibt es etliche internationale Akteure, vor allem die UN-Menschenrechtsinstitutionen, aber auch das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen oder natürlich namhafte NGOs, die wir alle kennen, wie Ärzte ohne Grenzen oder Amnesty International, die ihre Forderung nach einem gleichen und gerechten Zugang zu Gesundheitsversorgung immer auch mit einem international anerkannten Menschenrecht auf Gesundheit verknüpfen. Dieses Menschenrecht ist in einem menschenrechtlichen, also in einem verbindlichen Übereinkommen von 1966 verankert. Das heißt, gute Gesundheit und angemessene Gesundheitsversorgung sind nicht nur ein menschliches Grundbedürfnis, sondern sie sollen ein einklagbares Recht sein, das sich vis-à-vis von Regierungen und in zunehmendem Maße auch von Unternehmen geltend machen sollte. Auch im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie lässt sich beobachten, wie sich gerade im Zugang des ungleichen Zugangs zu Impfstoffen und Diagnostik eine breite Koalition von Akteuren formiert hat, die an die menschenrechtlichen Verpflichtungen von Staaten, aber eben auch anderen Akteuren, Pharmaunternehmen, öffentlich-privaten Partnerschaften erinnern, die sie haben, diese Verpflichtungen, um den Zugang zu lebensnotwendigen Medikamenten sicherzustellen. Und ein sozusagen das prominenteste Beispiel dafür ist diese People's Vaccine Alliance, eine sehr, sehr breite Koalition von Regierungsvertreterinnen, NGOs, internationalen Organisationen und aber auch Wissenschaftlerinnen. So, ich komme nun zu meinem vierten und letzten Punkt dieser Lecture, nämlich der politikwissenschaftlichen Forschung zu globaler Gesundheit und Ungleichheit. Da kann man erstmal sagen, dass, obwohl ich das vorhin so als Orchideenthema klassifiziert hatte, dass natürlich schon sehr lange sozial- und politikwissenschaftliche Forschung zu Gesundheitsfragen und speziell globaler Gesundheit betrieben wird. Und diese Forschung ist auch immer sehr interdisziplinär orientiert. Und es ist auch so, dass immer wieder regionale oder gar globale Gesundheitskrisen diesen interdisziplinären Brückenschlag zwischen den Sozialwissenschaften, der Biomedizin, der Epidemiologie angekurbelt haben. Gerade HIV/AIDS war sicherlich ein wesentlicher Katalysator auch für die politikwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Ungleichheit und Gesundheitskrisen. Aber auch die Verabschiedung der Millennium-Entwicklungsziele oder eben der nachhaltigen Entwicklungsziele im Jahr 2015 haben hier auch so wieder so einen Auftrieb gegeben, denn innerhalb dieser Ziele ist Gesundheit immer von hoher Bedeutung. In meiner eigenen Forschung beschäftige ich mich dann auch immer im interdisziplinären Austausch mit Kolleginnen aus der Biomedizin, der Epidemiologie, den Gesundheitswissenschaften, vor allem mit den komplexen Beziehungen zwischen dieser Vielzahl an Akteurinnen im Feld der globalen Gesundheitspolitik. Und dabei interessieren mich auch immer Fragen der Ungleichheit, und zwar in erster Linie, und das ist natürlich auch wieder sehr politikwissenschaftlich, mit der Frage des ungleichen Zugangs von unterschiedlichen, vor allem gesellschaftlichen Akteuren zu den Institutionen und Foren, in denen globale Gesundheitspolitik gemacht wird. Das heißt, es gibt da ganz unterschiedliche Facetten von Ungleichheit, mit denen sich die politikwissenschaftliche Forschung befasst. Und ich möchte jetzt noch ein paar, im Rest der Vorlesung noch ein paar vorstellen.
In dem Moment, in dem andere Disziplinen als die Biomedizin zu Fragen der menschlichen Gesundheit forschen, wird ja gerne von verschiedenen Determinanten der Gesundheit gesprochen. Also ökonomische, gesellschaftliche, kulturelle, ökologische und natürlich auch politische Determinanten. Da gibt es dann so eine sehr breit aufgestellte Disziplin der sogenannten Health Policy Forschung, die eher, würde ich sagen, auf kleinteilige Gesundheitsprobleme fokussiert und die politischen Prozesse, in denen eben Gesundheitspolitik gemacht wird, Health Policies, als Antwort auf diese Probleme entstehen. Diese Health Policy Forschung interessiert sich beispielsweise für den Einfluss von sogenannten Advocacy Coalitions, also so Koalitionen von Interessengruppen und große Netzwerke, die gemeinsame Ziele verfolgen, die dann eben einmal mehr, mal weniger Einfluss auf dieses Policy Making haben. Das heißt, auf der einen Seite interessiert man sich für die Prozesse des Aushandelns von Gesundheitspolitik und dann natürlich auch verknüpft mit den Machtressourcen, die einzelne Akteure haben. Und man interessiert sich auch sehr viel dafür, welche Auswirkungen bestimmte Health Policies haben. Wenn man jetzt auf Ungleichheit und die politischen Determinanten blickt, dann ist wenig überraschend sehr häufig der Zusammenhang zwischen dem politischen System einerseits, dann der Organisation des Gesundheitswesens, also eher öffentlich zugänglich, kostenfrei oder sehr stark privatisiert und dann eben den Ungleichheiten im Gesundheitszustand der Bevölkerung im Fokus. Dabei gibt es auch immer wieder faszinierende politikwissenschaftliche Arbeiten, die sehr kontraintuitive Erkenntnisse zutage fördern. Zum Beispiel wurde jüngst ein Aufsatz von Guguschwili und Reeves veröffentlicht in einem sehr prominenten Journal, das heißt Social Science and Medicine, wo es um Demokratie, mediale Kommunikation und Ungleichheit ging. Und was die Autorinnen in ihrer Studie zeigen wollten, ist, dass meine Wahrnehmung von Ungleichheit auch meine individuelle Einschätzung meines Gesundheitszustands beeinflusst. Und dann versuchen sie zu zeigen, dass demokratischere politische Systeme, die mehr mediale Kommunikation über Ungleichheit zulassen, dann eben auch eine stärkere Wahrnehmung von Ungleich fördern und damit die subjektive Einschätzung des Gesundheitszustands der Bevölkerung schlechter ist in Demokratien. Ein sehr interessantes Argument. Über diese Arbeiten aus der Policy-Forschung und der vergleichenden Politikwissenschaft hinaus gibt es dann auch bemerkenswerte politikwissenschaftliche Arbeiten, die sich tatsächlich auf globale Gesundheitsprioritäten fokussieren und zwar auch aus der Perspektive der Ungleichheit. Und da möchte ich hervorheben den Kollegen Jeremy Schiffman aus den USA und seine Kolleginnen, die immer wieder zeigen für unterschiedliche Gesundheitsprobleme eine Schieflage zwischen der globalen Krankheitslast auf der einen Seite, auf Englisch Burden of Disease, zum Beispiel bei der Müttersterblichkeit, und den Prioritäten, die internationale Organisationen und Gesundheitsinitiativen setzen, die sich eben sehr häufig nicht wirklich an der Dringlichkeit von Gesundheitsproblemen orientieren. In diesem Schaubild aus einer Publikation von Schiffmann und Kollegen aus dem Jahr 2016 sehen wir sehr deutlich, dass es eben ähnlich gelagerte Gesundheitsprobleme mit großen Unterschieden in der Krankheitslast gibt, also hier gemessen zum Beispiel auch an der Zahl der Todesfälle, die trotzdem sehr unterschiedlich priorisiert werden in der globalen Gesundheitspolitik. Also Tabakkonsum zum Beispiel wesentlich mehr als Alkohol, obwohl die beiden Dinge ja sehr ähnlich sind. Müttersterblichkeit wesentlich mehr als Säuglingssterblichkeit, obwohl diese deutlich mehr Todesopfer fordert. Und Tuberkulose mehr als Lungenentzündung, obwohl beide eine sehr ähnliche hohe Zahl an Todesopfern fordern. Das heißt, solche Studien heben immer wieder hervor, dass wir uns eben den Einfluss organisierter Interessenkoalitionen ansehen müssen, der dann erklärt, warum bestimmte Gesundheitsthemen global eine höhere Aufmerksamkeit durch internationale Organisationen genießen und damit natürlich sehr häufig besser finanziert, besser beforscht werden. Politikwissenschaftliche Forschung zu Ungleichheit und globaler Gesundheit befasst sich dann aber auch häufig mit der Ausgrenzung bestimmter AkteurInnen aus dem politischen Diskurs. Die große These, die diesen Forschungsstrang motiviert, ist die, dass die Abwesenheit von bestimmten Gruppen, Stimmen und Interessen auch die Prioritäten der globalen Gesundheitspolitik prägt oder dass sie eben auch erklären kann, warum die Vulnerabilität und Betroffenheit von bestimmten Bevölkerungsgruppen, Frauen, Kinder, Minderheiten, Migrantinnen, Menschen aus Tropengebieten eben nur unzureichend berücksichtigt wird. Das heißt, politikwissenschaftliche Forschung zur globalen Gesundheit ist nicht nur problem- oder lösungsorientiert, sondern eben auch kritische Wissenschaft, befasst sich essentiell mit Fragen von Macht, Ausgrenzung, globalen Ungleichheiten und auch prinzipiell damit, dass globale Gesundheit eben auch ein umstrittenes Feld ist.
Damit einhergeht aber nicht nur Ausgrenzung, die man an der Zusammensetzung von Expertenpanels, Talkshow-Teilnehmerinnen und Regierungsmitgliedern ablesen kann, sondern auch eine erhöhte Sensibilität für die ausgrenzende Funktion von Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel systemrelevant oder die Effekte von dieser stigmatisierenden Kriegs- und Kampfrhetorik, die wir jetzt auch in der Pandemie häufiger gehört haben, die eben nicht nur auf das Virus, sondern auch auf die mit ihm Infizierten gerichtet ist. Hier kommen wichtige Beiträge, vor allem aus der feministischen Ecke. Prominente Autorinnen wie Claire Wenham oder Sarah Davis, die beide in Großbritannien forschen, die auch unermüdlich immer auf den starken Zusammenhang zwischen der Unterrepräsentation von Frauen in der globalen Gesundheitspolitik und auch der Unsichtbarkeit von geschlechtsspezifischen Themen und Strategien in der Pandemiepolitik hinweisen. Das sehen Sie sehr eindrücklich an dieser Global Health Leadership Pyramide, wo sich eben zeigt, dass Frauen überproportional vertreten sind unter dem Gesundheitspersonal, gerade dem schlecht bezahlten, das nah am Patienten dran ist und praktisch gar nicht mehr oder sehr marginal vertreten ist, da wo eben gesundheitspolitische Entscheidungen getroffen werden. Jetzt möchte ich noch zu einem kurzen Fazit kommen. Was die sozial- und politikwissenschaftliche Auseinandersetzung mit globaler Ungleichheit in Pandemien deutlich zeigt, ist, und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, weil der fällt gerne mal unter den Tisch, dass Ungleichheit eben nicht nur ein Effekt von Pandemien ist, sondern auch Ursache. Also es ist der Nährboden, der Torf, könnte man sagen, auf den hochansteckende Infektionskrankheiten fallen, auf dem Viren sich rasant vermehren und global verbreiten können. Und am Ende treffen dann Pandemien, globale Gesundheitskrisen, leider auch häufig Menschen in prekären Lebens- und Arbeitsverhältnissen überproportional, national wie global. Sind dann eben nicht nur die Ungleichheiten auf der Ebene einzelner Länder, sondern es sind auch globale Strukturen der Ungleichheit, in denen das Virus sich besonders gut ausbreiten kann, durch Arbeitsmigration, durch Ausbeutungsverhältnisse oder stetig wachsende Urbanisierung. Pandemien haben dann natürlich auch unterschiedliche Effekte auf Ungleichheit und es hat sich gezeigt, dass je länger sie andauern und je mehr sie ärmere Länder, Regionen und Bevölkerungsschichten treffen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößern. Zugleich, und das wollte ich jetzt am Ende nochmal hervorheben, können Gesundheitskrisen, so schrecklich sie auch sind, wie beispielsweise die HIV-AIDS-Pandemie der 1990er und 2000er Jahre, aber auch immer positiv transformative Effekte haben, gerade wenn es darum geht, dass sich auch die politischen Institutionen transformieren. Und gerade die HIV-Pandemie hat eben das Bewusstsein für die sozialen, politischen und ökonomischen Determinanten von Gesundheit geschärft und mehr Beteiligungsmöglichkeiten für besonders Betroffene geschaffen. Es ist daher zu hoffen, dass auch die Covid-19-Pandemie retrospektiv als ein solch transformativer Moment der globalen Gesundheitspolitik eingeordnet werden wird, dass also Ungleichheit nicht nur als Effekt, sondern auch als Ursache von Pandemien noch stärker in den Mittelpunkt von Forschung und politischer Praxis rücken wird. Und jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für diesen Input. Der hat sehr viele Aspekte angesprochen zum Thema Ungleichheit. Und jetzt würden wir auf jeden Fall allen Zuhörerinnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Wir haben uns natürlich auch ein bisschen mit dem Thema gedanklich beschäftigt im Voraus. Und wir hatten eine Frage, die Sie auch, glaube ich, schon so ein bisschen angestrichen haben. Es geht nämlich um die Wissenschaft und die Forschung und dass die ja auch sehr ungleich verteilt ist, dass sehr stark Wissenschaft und Forschung in den westlichen Ländern betrieben wird und auch entsprechend zum Beispiel Medikamentenstudien und so sehr stark auch hier gemacht werden. Und das heißt, dass sowohl Ethnien, ganz bestimmte ethnische Gruppen nur vertreten sind, ganz bestimmte Geschlechterverteilung ist. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie viel Sie jetzt dazu wissen, aber vielleicht können Sie ja mal sagen, wie das jetzt mit der Forschung rund um Corona war und rund um auch vielleicht die Impfungen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr relevanter Punkt, den Sie da ansprechen. Also der ist jetzt bei Corona natürlich nochmal interessant und ich würde auch sagen eigentlich sehr brisant, weil ich beispielsweise, jetzt war ich in unterschiedlichen Zusammenhängen, durfte ich auch immer mal wieder
in Radiointerviews und so mich äußern. Da ging es dann natürlich, irgendwann ging es um in Indien, dann ging es um Brasilien und dann ging es auch natürlich um die Verantwortungslosigkeit unterschiedlicher Staatsoberhäupter, also gerade Brasilien, ja, im Umgang mit der Pandemie. Und dann muss man ja leider auch immer wieder anerkennen, dass gerade diese Verantwortungslosigkeit dazu geführt hat, dass sich in diesem Land zu bestimmten Zeitpunkten diese Pandemie so außer Kontrolle, also dass sie außer Kontrolle geraten ist und dass dieser Zustand eigentlich notwendig war, um überhaupt in großem Stile diese klinischen Versuche der Impfstoffe durchführen zu können. Also Brasilien ist ja eins der medizinischen Labore der Welt gewesen. Also auch in der Hinsicht wieder sozusagen diese Interdependenzen oder auch diese Verwicklungen global, wo dann auch es eigentlich mal angebracht wäre zu reflektieren, was eigentlich bestimmte Menschen dafür erbracht haben, dass jetzt halt diese unterschiedlichen Impfstoffe überhaupt verfügbar sind. Und natürlich auch sich zu fragen, wer diese Menschen überhaupt sind, ja, die dann in diese Forschungs-, in diese klinischen Studien involviert waren. Und wir ja auch wissen aus der klinischen Forschung in Deutschland, dass es sehr häufig, weil ja auch Medikamentenstudien zum Beispiel teilweise mit ziemlich hohem Honorar einherging, dass es sehr häufig Menschen mit sehr geringem Einkommen sind, die sich an diesen Studien beteiligen. Also nicht dann natürlich, wenn sie zum Beispiel seltene Krankheiten haben und dann wird was ausgetestet, aber wenn es sozusagen so breiter angelegte randomized Trials sind. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Und das hat natürlich auch Implikationen für die Forschung. Und ich würde auch denken, dass, dass es natürlich auch da, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ein bisschen normativeres Thema oder vielleicht auch so Forschungsethik, ja, dass man schon dass es schon auch aus, also aus politikwissenschaftlicher Perspektive fällt uns dann halt immer gleich auf, was denn eigentlich so fehlt an Perspektiven, ja, wenn wir, jetzt haben wir gerade so ein neues Projekt angefangen, wo es zum Beispiel um Biobanken geht, ja, so große Repositorien für Zellen, für genetische Informationen und so, und dann guckt man in die wissenschaftliche Literatur dazu und man merkt halt, das ist alles so konzentriert auf den globalen Norden und es gibt ja auch interessante Fälle, wo dann zum Beispiel indigene Völker dann bei diesen Biobanken eben bestimmte Genomsequenzen zurückverlangt haben, weil sie gesagt haben, an ihnen wurde rumexperimentiert. Sie haben nie eine Einwilligung gegeben und so. Also da entsteht schon so ein gewisses Bewusstsein und vielleicht auch so eine Ungleichheitsbewusstsein. Aber ich würde sagen, es steckt immer noch ziemlich in den Kinderschuhen. Okay, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Das ist ja wirklich, da stellt sich die Frage der ethischen Verantwortung ja auch. Also inwiefern können wir ja auch dankbar sein, dann den Leuten, die bereit waren, an diesen ersten Studien teilzunehmen. Und wir haben auch eine erste Frage aus dem Publikum. Ich lese sie erstmal vor. Sie haben davon gesprochen, dass Entscheidungen im Gesundheitswesen individuell rational getroffen werden, die dann aber kollektiv suboptimal bis fatal sind. Wie können wir zu kollektiven rationalen Entscheidungen kommen? Eine sehr gute Frage, die so auch vielleicht in meiner Vorlesung zu der internationalen Beziehungen hätte vorkommen können. Da habe ich jetzt natürlich nicht weitergemacht bei dem Gedanken, aber natürlich geht es hier sehr in erster Linie darum, dass eben internationale Organisationen, wie zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation, die ja einen dauerhaften und sehr ernsthaften Austausch auch zwischen Ländern ermöglichen und die natürlich auch sozusagen dann versucht, unterschiedliche globale Initiativen, vielleicht haben Sie schon mal von dieser COVAX-Initiative gehört, die ist, sagen wir mal, auch sehr stark kritisiert worden dafür, dass sie eigentlich viel zu wenig will und dass die Staaten sich viel zu wenig daran beteiligen, da Impfstoffe reinzugeben oder Geld reinzugeben. Aber dass natürlich alles Versuche sind, auch ein Stück weit eben diese im Kollektiv auch sicherzustellen, dass dann eben nicht aus diesem totalen asymmetrischen, sagen wir mal, Impfstoffverteilung dann wieder neue globale Gesundheitskrisen entstehen. Ja, also dass man das natürlich da, wo es dann Foren und Institutionen gibt, wo Staaten sich austauschen können, wo auch natürlich Finanzierung reingegeben wird und diese Gesundheitsprogramme, von denen gibt es sehr viele, das sind oft nur so ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber dass die natürlich so ein bisschen wie so ein Gegenstück sind zu dem, was Staaten
gerade in Krisenzeiten sehr gerne machen, nämlich eher nach innen gewandt zu sein und natürlich auch den Auftrag zu haben, sich erstmal um ihre eigene Bevölkerung zu kümmern. Und dieser Spagat ist halt einfach sehr, sehr schwierig, wenn man gleichzeitig weiß, dass es tatsächlich ein globales Problem ist und dass das Problem auch nur weggeht, wenn man auch anderswo hinguckt, ja. Ja, es geht ja immer wieder um Asymmetrien in allen möglichen Aspekten. Und ich habe mich jetzt ein bisschen gefragt, ob Repräsentation die Lösung dafür ist. Also es ist ja ein Fakt, dass wir Probleme mit Repräsentation haben in internationalen Organisationen, was Geschlecht, was Herkunft und so weiter angeht. Aber so formal würde ich jetzt denken, dass so eine Organisation wie die WHO, die sehr viele Mitgliedstaaten hat, die verschiedene Standorte auf der Welt hat, wo Menschen aus allen Ländern arbeiten, ja eigentlich ein gutes internationales Instrument ist. Aber anscheinend sind ja dann trotzdem Krisen in einzelnen Ländern doch darauf angewiesen, also auf die Aufmerksamkeit von diesen Organisationen. Also zum Beispiel die zweite Ebola-Pandemie in Westafrika ist ja erst so fatal ausgeufert, weil dieser Emergency State zu spät ausgerufen wurde von der WHO, wo ja auch lauter Menschen eigentlich arbeiten, die von dort kommen. Und ich frage mich so ein bisschen, ob Repräsentation wirklich der Schlüssel ist oder ob man die Machtverhältnisse noch anderweitig irgendwie ausgleichen muss. Das ist auf jeden Fall natürlich nicht alles, ja, aber es sind natürlich, also das sieht man auch an der WHO gerade und vielleicht auch an ihrer Reaktion auf diese jetzige Pandemie. Also es gab ja schon wieder sehr viel Kritik, dass sie dann wieder nicht in der Lage ist, auch sich über einzelne starke Mitgliedsländer wie China hinwegzusetzen. Ich habe ja schon diese internationalen Gesundheitsvorschriften genannt. Eigentlich hätte natürlich viel früher auch an die WHO kommuniziert werden müssen, dass es da ein hochproblematisches Virus gibt. Und also das ist schon ziemlich klar, dass da letztendlich die chinesische Regierung sehr unkooperativ war. Und auf der anderen Seite zeigt sich dann aber auch, also zum Beispiel, wenn man sich diese ganze Debatte über dieses TRIPS-Abkommen anguckt und auch über das Aussetzen von Patenten und über oder das temporäre Aussetzen von Patenten. Wir sind da jetzt immer noch nicht weiter. Es gibt da halt so ein paar so Absichtserklärungen, also selbst von dem US-Präsidenten. Aber wir sehen, also erstens ist es natürlich ein Riesengelegenheitsfenster, jetzt da nochmal ranzugehen. Da gibt es dann große nichtstaatliche Koalitionen, die ja seit Jahrzehnten sich also für diesen Zugang zu lebensnotwendigen Medikamenten und sozusagen das Aussetzen von Patenten auf diese Medikamente einsetzen. Und da sieht man schon, dass es eine unglaublich breite Koalition von Akteuren und Akteurinnen aus dem globalen Süden gibt. Also zum Beispiel auch in dieser People's Vaccine Alliance, wenn Sie sich mal angucken, wer da drin ist. Also man sieht da schon so eine, finde ich, ziemlich so tektonische Verschiebung. Und jetzt ist halt die Frage, setzen Sie es dann erst aus, wenn sozusagen schon genügend von den Impfstoffen verkauft wurden? Ja, wenn man schon letztendlich genug Gewinn damit gemacht haben? Oder also gibt es generell vielleicht eine Veränderung in diesem Patentregime? Aber es ist auf jeden Fall sieht man, dass es deutliche Verschiebungen in den internationalen Institutionen gibt, zumindest was jetzt Repräsentationen aus dem globalen Süden zum Beispiel betrifft. Ich würde dann auch gleich eine weitere Frage aus der Zuschauerreihe nehmen. Die befasst sich jetzt mit der psychischen Gesundheit. Und die Frage ist, wie sieht es mit der globalen Ungleichheit in Behandlung von psychischen Krankheiten aus? Können Sie was dazu sagen? Es ist nicht mein Spezialgebiet, aber also ich meine zu wissen, dass es sehr schlecht aussieht in globalen Ungleichheit, wenn es um auch Zugang zu Gesundheitsversorgung bei psychischen Krankheiten geht. Mentale Gesundheit ist tatsächlich auch ich habe eine Studentin gehabt, die hat eine fantastische Masterarbeit geschrieben darüber, wie sich die Debatte über mentale Gesundheit in der WHO über Zeit verändert hat und wie sich sozusagen dieses Thema von ganz unten nach wesentlich weiter oben auch heraufgearbeitet hat.
da spielen auch bald unsere eigene Regierung, also unsere Kanzlerin Merkel, die auch unglaubliches Interesse an der globalen Gesundheitspolitik hat, die spielt da auch eine größere Rolle, weil sie zum Beispiel immer wieder, wenn es um so G7-Präsidentschaft ging und Gesundheit ein Thema war, mentale Gesundheit als besonders wichtiges Thema hervorgehoben hat, also auch im globalen Kontext. Aber prinzipiell kann man schon sagen, dass das dass sehr viel Finanzen, Programme, Prioritäten sich natürlich auf physische Gesundheit fokussieren und natürlich, und da sind wir schon wieder bei diesem Punkt der Prioritäten, was wird eigentlich priorisiert, sehr gerne natürlich Gesundheitsprobleme, die sich möglichst schnell beheben lassen. Ja? Also deshalb sind Impfstoffe auch so attraktiv, weil man so eine Easy Fix, wie es so gerne heißt, Lösung hat dafür. Ja? Und mentale Probleme natürlich aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen auch, weil sie kulturell natürlich auch sehr unterschiedlich gerahmt oder wahrgenommen werden, natürlich keine Easy Fix Probleme sind. Ja, das ist sicherlich ein Punkt und ja auch ein Problem der Finanzierung der WHO, dass für so Impfprojekte immer Geld gespendet wird, weil das schnelle Effekte bringt, aber für Prävention eben weniger. Und da habe ich mich gefragt, besonders im Zusammenhang mit Zoonosen und Infektionskrankheiten, wäre es ja perspektivisch sehr sinnvoll, auch in Klimaschutz zu investieren und da interdisziplinär AkteurInnen zu verknüpfen. Gibt es da gemeinsame Projekte von Gesundheitsforschern und ZoologInnen? Die gibt es auf jeden Fall. Also es gibt ja sogar mittlerweile dieses Konzept von One Health, ja, also oder sogar Planetary Health. Ja, das sind so, also ich habe schon immer ein bisschen Probleme zu sagen, wo sind eigentlich die Konturen der globalen Gesundheitspolitik, und dann gibt es auch noch die planetäre Gesundheit und eben diese One Health, also wo dann eben Mensch, Tier, Ökosystem noch zusammenkommt, aber es gibt da sehr deutlich, also zumindest wenn man die deutsche oder die europäische Forschungslandschaft sich anguckt, auf jeden Fall Anstrengungen, da auch zusammenzuarbeiten, wobei immer bei den Gelegenheiten, wo ich dann selber auch an solchen interdisziplinären Tagungen und also im Austausch teilgenommen habe, ich dann festgestellt habe, dass es selbst den Veterinär- und den Humanmedizinern sehr schwer fällt, gemeinsam über den gleichen Gegenstand zu sprechen. Also ich denke dann immer, ja, ist doch alles Medizin, aber es ist dann halt trotzdem, der interdisziplinäre Austausch ist sehr schwierig. Und dann gibt es aber tatsächlich auch immer mehr Professuren oder auch Forschungsinstitute, die sich tatsächlich auch mit dieser Schnittstelle so zwischen zum Beispiel Klimawandelforschung und also dann globaler Gesundheit befassen. Eine fantastische Kollegin in Berlin, Sabine Gabrisch, die eben auch an dieser Schnittstelle am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung forscht. Also da ist gerade sehr viel auch im Entstehen. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie weit kommt diese Agenda auch in der praktischen Politik an, ja. Ja, Sie hatten vorhin so eine interessante Studie zitiert, die dieses eher unerwartete Ergebnis geliefert hat, dass Demokratien eher Ungleichheit in Köpfen verstärkt. Können Sie jetzt schon so einen Abriss geben oder so eine Zwischenauswertung, wie verschiedene politische Systeme so performt haben in der Pandemie und was vielleicht besser oder schlechter ist? Ja, also das Interessante ist ja, das dann so über Zeit zu sehen, ja, also letztendlich, wir haben ja immer wieder die Performance so evaluiert, also auch zum Beispiel die deutsche Performance, so im letzten Sommer war ich bei ziemlich vielen Diskussionsveranstaltungen, da war Deutschland dann immer so der Goldstandard, und als es dann irgendwie in den Dezember ging, habe ich schon immer gesagt, es sieht hier nicht mehr so gut aus, also meine britischen Kollegen haben gesagt, ja, immer noch toll alles. Und dann haben sie auch gesagt, naja, irgendwie doch nicht. Also dann so ist es ein bisschen so ein Auf und Ab. Und ich meine, was man natürlich jetzt auf so einer ganz allgemeinen Ebene festhalten kann, ist, dass natürlich zum Beispiel politische Systeme, die unglaublich stark neoliberal geprägt sind, und da wären wir wieder bei so Ursache und Effekt der Pandemie, in denen auch wirtschaftliche Interessen eben unglaublich stark repräsentiert sind, dass die und letztendlich auch der Gesundheitsschutz der Bevölkerung und auch des Einzelnen und vor allem besonders vulnerabler Gruppen einfach nachrangig ist. Also kann man jetzt im Moment auch sehr schön am Beispiel Großbritanniens sehen, dass die natürlich
wie soll ich sagen, also in dieser Pandemiekontrolle ziemlich auf ganzer Linie so versagen. Also da muss man natürlich auch immer dann wieder sehen, wie präsentiert sich die Situation dann im kommenden Jahr. Aber man kann sicherlich sagen, egal wie sich die gesamte Situation im Land entwickelt, es sind einfach so besonders schutzlose Gruppen in diesen Ländern letztendlich diesem Virus immer noch ausgeliefert. Sieht man genauso in Großbritannien im Gesundheitswesen wie in Brasilien in den Favelas. Also letztendlich ist das vielleicht sozusagen so, weiß nicht, ob Sie so ein Statement jetzt wollten, aber man sieht eben schon deutlich, ob Regierungen eben diesen Gesundheitsschutz auch des Einzelnen und der besonders schützenswerten Gruppen priorisieren oder eben andere Interessen. Und auch wieder sind wir wieder bei den Interessenkoalitionen, ja, diesen Advocacy Coalitions, eben doch sehr stark Einfluss auf die Pandemiepolitik haben. Okay, ich hätte dann noch eine Frage, bevor wir auf den Chat eingehen. Würden Sie jetzt im Allgemeinen sagen, dass es mehr von der Politik bestimmt ist, wie die Gesundheitsbekämpfung war oder Pandemiebekämpfung oder eher vom Gesundheitssystem? Also da würde ich mal antworten, auf jeden Fall beides, ja, also weil natürlich auch klar ist, wenn man die Gesundheitssysteme beobachtet, wie eben ein Gesundheitssystem, was rudimentär ist oder was auch sehr ungerecht und ungleich ist, natürlich wiederum da viele Gelegenheiten gibt, für so eine nationale Situation außer Kontrolle zu geraten und dann eben natürlich auch global Probleme verursacht. Das wäre das eine. Und dann ist natürlich auch besonders interessant jetzt daran, was denn jetzt eigentlich, also wie die Politik auch jetzt auf diese Pandemie reagiert und wie sie das auch steuern kann, ist ja natürlich der Einfluss unterschiedlicher Expertengruppen, ja, also unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen auch und auch generell diese Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft, die ja in einigen Ländern, also wo auch eine ganz große Skepsis gegenüber eigentlich wissenschaftliche Expertise und wie man sagen würde, also etablierten Fakten besteht und da sozusagen der politische Prozess total abgekoppelt wird von vom Expertendiskurs und auch von Beratungsgremien, also in Großbritannien wiederum kann man das sehr gut sehen, wie immer wieder eigentlich wichtige nationale also Expertengremien einfach übergangen oder ignoriert werden, ja, und das ist, glaube ich, ein Phänomen, was schon sehr, sehr entscheidend ist in der Erklärung dafür, welche Antworten einzelne Länder auf diese Pandemie gefunden haben. Gut, dann würden wir wieder zu den Fragen aus dem Chat kommen. Die nächste Frage, da geht es um diesen Brain Drain, über den Sie gesprochen haben und ob es da Bestrebungen gibt, diesen zu stoppen und welche Lösungsansätze es dazu gibt vielleicht. Ja, wenn man jetzt mal Deutschland nimmt, ich hatte ja vorhin diese Grafik gezeigt, wo man mal sieht, wie viele Fachkräfte im Gesundheitswesen aus dem Ausland kommen, also ganz viel aus dem europäischen Ausland. Und da ist auch wieder interessant, dass die sehr viel aus Ländern kommen, wie zum Beispiel Spanien hat einen immensen Brain Drain, ja. Und das sind immer noch Nachwirkungen auch von der Finanzkrise so vor irgendwie 12 Jahren. Und auch während der Finanzkrise hat man gesehen, dass eben Länder, die irgendwie einen Fachkräftemangel hatten, aber nicht so gelitten haben wie unter der Finanzkrise, wie eben Deutschland zum Beispiel, unglaublich viele neue Fachkräfte dazu bekommen haben, ja. Und also wenn man jetzt aber nochmal sich Deutschland ansieht und wie Deutschland versucht, ja, möglichst verantwortungsvoll vielleicht mit diesem Brain Drain umzugehen, dann gibt es da beispielsweise so eine Liste von der WHO, die immer wieder aktualisiert wird, wo Länder gelistet sind, in denen besonders wenig Gesundheitsfachkräfte existieren und wo dann so klar ist, dass zum Beispiel so ein Abwerben von solchen Gesundheitsfachkräften oder Rekrutierung nur durch die Bundesagentur für Arbeit passieren darf, aber nicht durch sozusagen individuelle sozusagen Gesundheitsakteure, ja, also Klinikleitungen und Pflegekonzerne und so, ja. Und das ist natürlich auch nur dann auf dem Papier. Und wenn man sich auch mal anguckt, also ich weiß nicht, ob Sie mal diese Berichte gelesen haben, so auf dem Balkan, in den ehemaligen Staaten des Ex-Jugoslawien, wieder auch unglaublich aggressiv, also mit so Headhuntern
Gesundheitsfachkräfte abgeworben, werden auch mit Prämien und teilweise auch mit unter Druck gesetzt, dass sie jetzt kommen müssen und so, dann wird den Familiennachzug versprochen und es passiert dann aber gar nicht. Also da ist ziemlich viel los und da kann man schon sagen, da passiert eigentlich nicht genug, um auch, also wiederum ist natürlich klar, wir wollen die alle im eigenen Land haben, weil wir auch sowas wie einen Pflegenotstand haben und auf der anderen Seite können wir dann aber nicht immer sagen, wir interessieren uns so für globale Gesundheit, wir engagieren uns da so, wir wollen Gesundheitssysteme in anderen Ländern aufbauen, ja. Das sind halt zwei Dinge, die passen dann nicht so sehr gut zusammen. Die nächste Frage von Ellen behandelt nochmal China und die WHO. Am Anfang der Pandemie wurde die Suche nach einer Strategie für die Bekämpfung von Covid von den machtpolitischen Interessen Chinas in der WHO im Hinblick auf Taiwan überschattet. Sind globale Machtinteressen oder Rivalitäten generell ein Hindernis für die Lösungsfindung von den Problemen, die Sie in Ihrem Vortrag genannt haben? Wenn ja, gibt es Ansätze dafür, wie man diese überwinden kann? Ja, diese Frau Papan, ich glaube, wir kennen uns schon. Also ich würde sagen, diese Frage würde ich eindeutig mit Ja beantworten. Also globale Machtinteressen und Rivalitäten sind natürlich häufig ein Hindernis für die Lösungsfindung bei Problemen. Das hat man auch gesehen daran, dass der UN-Sicherheitsrat eigentlich eine Resolution auch schnell verabschieden wollte zu der Covid-19-Pandemie, wo es eigentlich darum ging zu sagen, es muss in allen aktiven Konflikten eine Waffenruhe geben, ja, angesichts der dramatischen Ausmaße dieser Pandemie. Und dann gleichzeitig klar war, dass durch diesen Streit über die WHO und weil die USA dann auch nicht wollten, dass die WHO explizit genannt wird in dieser Resolution und so, ja, diese Verabschiedung dieser Resolution, glaube ich, ein halbes Jahr gedauert hat, ja. Also es gab auch noch andere, also Russland zum Beispiel hat dann blockiert und immer gesagt, über Zoom gilt es nicht, wenn wir so eine Resolution verabschieden. Also sie haben so technische Argumente auch reingebracht. Und es war natürlich klar, dass es eigentlich darum ging, dass sie halt keine Waffenruhe in Syrien, also in Konflikten, wo sie irgendwie involviert sind, haben wollten. Also sprich, da sieht man halt, wie dann so andere Issues, die es halt so gibt, auch diese Prozesse überlagern und wie schwierig das dann ist, da einen Kompromiss zu finden. Am Ende gab es einen Kompromiss, aber es hat halt ein halbes Jahr gedauert, ich glaube bis Oktober, bis dann die Resolution verabschiedet wurde. Vielleicht noch ein zweiter Punkt dazu, dass wir natürlich uns, also wir interessieren uns dann auch immer sehr für diese Machtrangeleien und natürlich ist es auch relevant, dass China versucht, in zum Beispiel der WHO seine Einflusssphäre auszubauen und auf der anderen Seite sind diese Länder ja auch immer auf größere Koalitionen auch mit anderen Ländern angewiesen. Also sind meistens sind die da nicht im Alleingang unterwegs und das heißt, diese also allein halt zwischen diesen 193, glaube ich, Mitgliedstaaten der WHO natürlich auch sich abzustimmen und Konsens zu finden, das ist natürlich auch eine sehr schwierige Sache. Und dann ist man manchmal vielleicht auch ein bisschen ungeduldig, weil man so denkt, ja, diese WHO ist doch eigentlich so eine technokratische Gesundheitsbehörde, ja, die soll doch hier irgendwie diese Probleme regulieren und die Politik dahinter will man am liebsten gar nicht haben, ja, und die erstreckt sich aber natürlich auch auf gesellschaftliche Akteure, auf Wissenschaftlerinnen, man muss erstmal etablieren, was ist eigentlich der Fall, was ist eigentlich der Fakt, was, man muss sich immer wieder an diese neuen Situationen anpassen und das ist natürlich auch ein unbefriedigender Prozess für uns, die wir halt darauf warten, dass sie dann so eindeutige und Entscheidungen getroffen werden. Ja, wir würden dann weiter zu der Frage von Frau Böhm kommen. Und zwar, in welcher Relation steht die Forschung zur globalen Gesundheit zur Forschung zur nationalen Gesundheit? Manche Themen, zum Beispiel die ausgrenzende Begrifflichkeit oder die Ungleichheit in Bezug auf die Aufmerksamkeit, die manche Themen erhalten, gelten ja sowohl global als auch national. Kann man wechselseitige Rückschlüsse ziehen? Ja, man kann mal so sagen, vielleicht, es gibt eben diese Health Policy Forschung, die ich vorhin genannt habe, also politikwissenschaftlich, aber sehr oft blickt die in einzelne Länder, blickt sich da sehr kleinteilige Gesundheitsstrategien oder eben Gesetze an, die verabschiedet wurde, macht eine Evaluation davon, wie wirksam diese Gesetze sind und so weiter. Ja. Dann gibt es natürlich die vergleichende Politikwissenschaft, das heißt, die macht auch
also Länder, also vergleich zum Beispiel Situationen in einzelnen Ländern und kann natürlich dann auch generalisieren und sagen, bestimmte Entwicklungen sehen wir systematisch auch, also jenseits von dem nationalen Kontext. Und dann gibt es eben diese Forschung zu globaler Gesundheit, die eben sehr häufig dann auch tatsächlich sich vor allem befasst mit dem allem, was auf der internationalen Ebene, auf der internationalen Bühne auch passiert. Ja, also gerade wenn es um globale Gesundheitspolitik geht, da kann man natürlich dann auch wieder sich angucken, was Länder wie Deutschland oder Norwegen zum Beispiel, die ein großes Interesse an globaler Gesundheitspolitik haben, wie die dann ihre nationalen Agenden auch versuchen, international zu verwirklichen. Aber da sieht man dann häufig, oder dass sie zum Beispiel sich dafür interessieren, ob diese globalen Initiativen, die ich genannt habe, Polio-Programm oder Gavi, die Impfallianz, in einzelnen Ländern, in einzelnen Gesellschaften und politischen Systemen ganz unterschiedliche Effekte haben. Also diese Frage nach Governance, also wie viel Staat braucht es eigentlich, damit diese Dinge funktionieren und so weiter. Also da gibt es eigentlich, weil Sie jetzt so von wechselseitig oder so sozusagen, wo, in welche Richtung gehen diese Pfeile, da gibt es sozusagen unterschiedliche Ansätze, so wie, also auch so Ansätze, die sich dann auf unterschiedlichen Ebenen von Politik abspielen und auf jeden Fall auch Konversation zwischen diesen unterschiedlichen Forschungsprogrammen. Ja, jetzt folgt eine ein bisschen konkretere Frage. Und zwar sehen Sie das Aussetzen von Patenten, aktuell natürlich in Bezug auf die Corona-Impfungen, als einen Lösungsansatz, um das sehr ungleiche Tempo im Impffortschritt zu beheben? Es werden immer wieder Gegenargumente hervorgebracht, warum der gegenwärtige Ansatz alternativlos sei, obwohl so wohl erst 2023 genug Impfstoff für den globalen Süden vorhanden sein wird. Ja, eine sehr gute Frage, zu der ich mir auch schon viele Gedanken gemacht habe. Und ich würde sagen, das Aussetzen von Patenten bringt nicht wahnsinnig viel. Also ich bin absolut dafür, dass diese Debatte über den Zugang zu lebensnotwendigen Medikamenten und die Frage danach, ob der Patentschutz in solchen Fällen gerechtfertigt ist, gerade wenn unglaublich viel öffentliche Gelder auch in die Forschung und Entwicklung zum Beispiel dieser Impfstoffe geflossen sind, ist ja auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt jetzt in dieser gegenwärtigen Situation, dass auf jeden Fall über die Veränderung dieser globalen Regulierung nachgedacht werden muss. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir das jetzt machen, also letztendlich haben diese Gruppen, die ich auch vorhin genannt habe, diese People's Vaccine Alliance und diese unterschiedlichen NGOs und Regierungsvertretern ja schon ganz früh letztes Jahr damit angefangen zu sagen, wir müssen unbedingt in der Welthandelsorganisation wieder über dieses TRIPS-Abkommen sprechen, weil sie schon wussten, dass vielleicht dieser Impfstoff irgendwann da sein wird und dann eben letztendlich man sich schon darauf vorbereitet. Und jetzt sind wir eben schon ziemlich fortgeschritten in dieser Pandemie. Und es ist ja auch klar, dass eben mit dieser Impfstoffaussetzung, dass das ja nur eine Barriere ist von vielen, was jetzt diese, sagen, auch wieder die Reduzierung dieser Asymmetrien global irgendwie bewirken könnte, dass nämlich auch natürlich diese Produktionskapazitäten, das Know-how, ja, die ganze, auch das Fachpersonal, da werden wir wieder bei der Personalfrage, da sein muss, um überhaupt dann letztendlich auch so das auf der einzelstaatlichen Ebene, auf der regionalen Ebene umzusetzen. Und trotzdem würde ich sagen, ist es natürlich klar, dass diese Pandemie eine unglaubliche Gelegenheit ist, auch weil sie so vielen Menschen so nahe geht, ja, und sie beeinflusst auch natürlich diese Thematik jetzt. Es ist so klar, dass diese ganzen eben auch Interessenkoalitionen und diese großen globalen Netzwerke unermüdlich jetzt wieder an diesem Punkt arbeiten und natürlich auch mit Blick vielleicht darauf, dass es ja leider auch sehr wahrscheinlich ist, dass man irgendwann wieder so eine Situation hat, vielleicht nicht global, aber regional. Und dann muss man wieder über diesen Punkt streiten. Also in dem Sinne würde ich denken, vielleicht muss man das jetzt oder sollte man jetzt neu verhandeln, aber ob es dann jetzt einen Effekt auf die gegenwärtige Lage hat, ist nicht so ganz klar. Und wie schätzen Sie das Potenzial von COVAX als Institution ein? Also Sie hatten schon angesprochen, dass da zu wenig investiert wurde, also zu wenig Geld gegeben wurde von reichen Staaten. Ich hatte jetzt mitbekommen, dass da ja auch ein
Patent oder ein Recht verkauft wurde von AstraZeneca, damit die Vakzine eben generisch hergestellt werden kann in Indien. Und da also schon mal diese Hürde ja irgendwie genommen wurde, aber trotzdem ist das Ergebnis ja sehr unzufriedenstellend, wenn Personen, die die Vakzine erhalten, das Gefühl haben, einen Impfstoff zweiter Klasse zu bekommen, wenn der eben nicht in Europa zugelassen ist. Ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, das Projekt ist eigentlich ziemlich gescheitert und ziemlich katastrophal. Könnten Sie sich trotzdem vorstellen, dass das an sich ein gutes Instrument ist? Ich würde schon sagen, dass das eine interessante Idee ist, ja, weil es ist ja letztendlich erstmal so, dass eben unterschiedlich, also Länder unterschiedlich viel in diesen Topf einzahlen und dann werden gemeinsam Impfstoffe eingekauft und die einen, also kaufen sie sozusagen zum normalen Preis für sich und die anderen kriegen sie dann, oder zum höheren Preis für sich und die anderen kriegen sie dann praktisch umsonst oder zu einem sehr reduzierten Preis, also auch so ein also eine Umverteilungsmaßnahme. Und man hat ja auch recht früh damit angefangen, darüber nachzudenken, wie man so ein globales Instrument schaffen könnte, mit dem man dann eben auch in die letztendlich eben schon diese Defizite, die man schon gesehen hat, irgendwie ausgleichen kann. Und dann würde ich aber wiederum sagen, ist es eine sehr, also auch alleine in den Ambitionen viel zu unzureichend. Ja, es geht ja darum, 20% der Bevölkerung sollen bis zum Ende des Jahres geimpft sein in den sozusagen in Ländern, die besonders arm sind und da in diesen Ländern auch besonders vulnerable Gruppen, vor allem Gesundheitspersonal. Und es ist natürlich zu erwarten, dass wenn irgendwann, und das müssen wir dann sehen, ob der Punkt überhaupt eintritt, dann eben auch größere Impfstoffrückstau es gibt, ja, dass die dann halt in dieses Instrument irgendwie vielleicht auch reingegeben werden, dass dann plötzlich sozusagen diese Impfstoffe fließen und dann würde man ja auch wieder sagen, na gut, dann ist aber auch schon sehr viel Schaden angerichtet. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass wenn man sich anguckt, wie COVAX auch das begründet, also wie überhaupt begründet wird, dass es so eine Initiative gibt, dann sieht man auch, also dieses Argument wieder so, keiner ist sicher, wenn wir nicht alle sicher sind, da wird dieses COVAX sehr häufig auch wie so eine Art Rückversicherung, so eine Versicherungspolice für reichere Länder so dargestellt. Also es geht tatsächlich halt darum, auch der Bevölkerung zu verkaufen, so, wir müssen euch hier schützen, deshalb müssen wir halt auch so ein paar Leute anderswo schützen. Und diese ganze Frage von Recht auf Gesundheit oder Zugang, also einfach gleicher Zugang zu Gesundheitswesen. Dieses Vokabular oder auch dieses Framing von der Pandemie findet man in dieser Initiative gar nicht. Also es ist sehr so Charity, so Solidarität, wir geben euch hier so ein bisschen vom Kuchen ab und so. Das ist sehr traditionell und in dem Sinne würde ich auch sagen, ist das kein revolutionäres Instrument der Pandemie, für die Pandemiekontrolle. Würden Sie sagen, dass in dieser ganzen Pandemiebekämpfung so diese postkolonialistische Systeme einfach weiter erhalten bleiben und gefördert werden? Oder gibt es doch irgendwie Entwicklungen? Es ist eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, umfassende Frage. Also was ich gerade gesagt habe, passt ja schon ein bisschen zu Ihrem Punkt. Ja? Also ich würde weiterhin sagen, dass wir sehen, es gibt einfach eine unglaublich starke Dominanz von Unternehmen, politischen Akteuren, aber auch NGOs zum Beispiel, die alle ihren Ursprung im globalen Norden haben. Ja, die sind dann sehr oft in diesen großen Netzwerken, wo auch Akteure aus Asien, Lateinamerika, Subsahara-Afrika vertreten sind. Also es tut sich da schon was. Es ist wesentlich diverser geworden. Aber die spannende Frage, und die haben Sie ja vorhin auch schon gestellt, ja, und das ist eben, also ich habe ja vorhin gesagt, es ist eine große These, ja, dass die Diversität in der Repräsentation tatsächlich auch so eine Diversität von Perspektiven und auch ja, von Wissen, von irgendwie Politik führt. Das müssen wir erstmal überprüfen. Und in meiner eigenen Forschung interessiere ich mich eben auch sehr dafür, also für diese Diversität, was passiert, wenn da neue Akteure reinkommen. Und dann ist aber so klar, dass die sehr häufig entweder schon so eine Affinität haben, so mit den Diskursen, den Normen und so, die da in diesen Institutionen zirkulieren oder auch so ein bisschen kooptiert werden und sich eigentlich inhaltlich und von der Art zu sprechen und zu denken, eigentlich nicht so wahnsinnig viel verändert. Ja, und das ist halt eine ganz große
diese Repräsentationsthese, dass dann automatisch sich auch irgendwie da was verschiebt, die muss man immer wieder überprüfen. Und die ist so nicht, mal kann man so nicht stehen lassen, ja. Okay, vielen Dank. Dann haben wir ja theoretisch wieder den Schluss, einmal die Runde geschlossen mit dem Thema. Und ich denke, es ist soweit, dass das nochmal Frau Böhme was sagt. Ja, das mache ich gerne. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken. Ganz besonders bei Ihnen, Frau Holzscheiter, für wirklich diesen ja auch nachdenklich machenden Vortrag, der uns ganz viele erhellende Einblicke gegeben hat, was jetzt einfach Probleme, Fragestellungen globaler Gesundheitspolitik sind, aber was halt auch die Forschung dann dazu anbelangt. Also das fand ich wirklich sehr aufschlussreich. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich danke auch gleich den bei mir im Kästchen neben Ihnen sitzenden Moderatorinnen, nämlich Lisa Sohm und Leonie Imberger von, ich sage es nochmal, Medinetz. Machen Sie sich kundig, das auch nochmal an die Zuhörenden, Zuschauenden. Auch Ihnen gilt selbstverständlich mein Dank für Ihr Interesse, für Ihre sehr interessanten Fragen. Das hat ja auch Frau Holzscheiter gesagt, sehr gute, sehr interessante Fragen, die gestellt wurden. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Dank auch an unsere Organisatorinnen, an Sonja Piotrowski und Monique Rust und an den Schriftdolmetscher Norbert Rohloff noch einmal. Herzlichen Dank. Ich freue mich jetzt, Ihnen schon ankündigen zu können, dass wir die nächste TOD-Lecture schon organisiert haben. Die wird nach einer kurzen Sommerpause Anfang September, nämlich genauer am 2. September, stattfinden, wieder um 18 Uhr. Und dort wird Frau Dr. Pötsch sprechen zum Thema das Coronavirus entschlüsseln, verstehen und Mutationen erkennen und damit ja letztendlich dann auch nochmal Auskunft geben zu Fragen, die aktuell auch diskutiert werden. Ich möchte jetzt allen einen guten Semesterabschluss wünschen und dann vor allen Dingen eine gute vorlesungsfreie Zeit und vor allen Dingen auch einen schönen, erholsamen Sommer, den wir, denke ich, alle genießen werden. Und bleiben Sie weiterhin gesund. Wir haben gesehen, dass wir im globalen Kontext ja hier sehr gute Möglichkeiten dazu haben. Engagieren Sie sich vielleicht bei Medinetz oder in anderen Organisationen. Und nochmals alles Gute und vielen Dank. Tschüss. Danke für die Einladung. Tschüss.